Die Spezialpower Schlaf kann nun weiterentwickelt werden. Und ebenso die Spezialpower Tornado. Und damit willkommen zurück in der Waddle Dee Stadt, wo wir jetzt schon so viele Parts begonnen haben. Wir holen uns jetzt mal die zwei Upgrades. Deine Geduld wird wieder mal belohnt, Kirby. Die Spezialpower Tornado kann nun zu Sturmtornado entwickelt werden. Und die Spezialpower Schlaf kann nun zu Tiefschlaf entwickelt werden. Okay, ich glaube aber, dann haben wir eh alle auf Stufe 3 bis auf Schlaf und den Kugelblitz. Und ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch eine dritte Stufe gibt. So, Sturmtornado 4 und ein bisschen schneller, aber ja, Tornado ist nicht meines, leider. Schaut jedenfalls sehr fancy aus. Bisschen wie Wonder Woman, finde ich. Die Spezialpower Tornado hat sich zu Sturmtornado entwickelt. Oh, mit dieser entwickelten Spezialpower kannst du das Portal zum Sturmtornado-Schatz im Gebiet Rotharts verbotene Lande betreten. Wer ist eigentlich Rothart? Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wer dieser Rothart sein soll. Okay, also der kann's gut. Von der Kraft her. Ist auch ein bisschen einfacher zu steuern, wie ich finde. Aber naja, wir werden erst sehen, wie das dann in der Straße der Schätze sein wird. So, und Tiefschlaf. Okay, wow, 1200 Münzen. Ich meine, haben wir noch, aber... Oh. Cute. Der Spezialpower Schlaf hat sich zu Tiefschlaf entwickelt. Okay, damit können wir mal herumrennen. Das ist schon mal sehr gut. Und nicht so wie bei Schlaf gleich einschlafen. Oh. Herzig. Sondern... Ohö! Was ist das jetzt? Offensichtlich kriegen wir irgendwelche Boosts, wenn wir Tiefschlaf benutzen. Das ist natürlich nice. Danke! Mal schauen. Stammt das da? Nein. Okay. Gut, das ist aber noch nicht das Letzte, was ich jetzt in der Waddle Dee Stadt machen will. Wir waren ja schon einmal vor ein paar Parts hier beim Flinkfischen. Und ich habe das dann aufgehört, weil ich mir gedacht habe, okay, da kommt eh nichts mehr. Aber nein, das kann man auch so lange weitermachen, bis man einen riesigen goldenen Fisch angelt. Das ist dann sozusagen der Sieg. Und da kriegt man dann auch wieder eine... besondere Figur dafür. Daher machen wir das jetzt mal. Ich werde allerdings jetzt vermutlich die Versuche rausschneiden, so lange halt, bis der Fisch daherkommt. Weil das kann dauern, nehme ich an. Thank you.
Und da war er auch schon. Hat doch kürzer gedauert, als ich dachte. Angler Kirby. Ah, es geht doch nichts über eine entspannende Angelauszeit am Teich. Hey Kirby, nicht dösen. Oder glaubst du, der legendäre funkelnde Fugini, von dem man in ganz Waddle Dee Stadt munkelt, angelt sich im Schlaf? Sehr gut. Und da haben wir es auch bestätigt. Der riesige, funkelnde Fugini. Wie der allerdings in den kleinen Teich hier reinpasst, ist mir ein Rätsel. Okay, dann geht's jetzt mal zurück in die verbotenen Lande und dann leider zu den Straßen der Schätze. Okay, da fehlen jetzt nämlich doch noch einige. Fangen wir gleich hier an. Der Zwillingsbohrerschatz. 2 Sterne, angeblich. 1 Minute. Graben und ausweichen. Zornige Paradewagen? Ah ja, die Wagen von der dritten Welt, ne? Ah, Mann. War die Zielzeit 1 Minute? Ja, bitte! Es geht doch! 41 Sekunden, also wieder 19 Sekunden zu schnell sozusagen. Ja. Ich meine, ich freue mich, dass es geklappt hat aufs erste Mal, aber ich verstehe es halt nicht, wieso es bei manchen wirklich so dermaßen kacke ist und bei anderen dann wieder so einfach. Aber gut, es ist ein guter Einstand. Besser, als es wären 2 Minuten zu viel. Und vor allem, ich muss es nicht nochmal machen. So, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Hier haben wir was, den Weltraumentdecker. Das haben wir. Das haben wir. Wie gesagt, zum Beispiel das hier. Das haben wir im vorletzten Part gemacht. Musste ich auch zig Male machen, weil es einfach so dämlich war zu schaffen in der Zielzeit. Aber auch nur 2 Sterne von der vom Schwierigkeitsgrad her. Weltraumentdecker, Feuern und Ausweichen, Fließbandziele, 1,20. Okay, das könnte auch wieder ein bisschen ungut werden. Vor allem, wenn man nicht trifft. Kirby, bitte. Nicht runterfallen? Ja, das war ja klar.
Mist. Ja, das kann ich mir eh schon wieder sparen, weil das Treffen ist halt... Ja! Ach, come on! Das... Das macht halt... Neun Sekunden noch übrig. Wie ich gerade vorher gesagt habe, da waren es 20 Sekunden weniger, hier sind es jetzt 30 Sekunden zu viel. Es ist überhaupt nicht konsistent, meiner Meinung nach. Klar, ich habe mich da jetzt auch wieder angestellt, gerade am Ende, aber trotzdem. So. Naturgemäß sind hier jetzt am meisten Straßen der Schätze. Der Ringstopfer. Bö a bö. Rasante Ringbootsfahrt. Eine Minute. Okay. Der fängt ja schon einmal großartig an. Da muss man das Haar genau timen, wann man den Turbo macht und wann nicht, ne? Okay. Ich will nichts gesagt haben. Alles gut. Alles gut. Ich sagte doch, Ringstopfer mag ich. Und das war jetzt bei weitem nicht fehlerfrei. Also bei weitem nicht. Multistopferschatz. Okay. Kirby, der Vollstopfprofi. 2,45. Auweia. Das dürft lang dauern. Und vermutlich nicht einfach sein. Okay. Wir haben 3,30 überhaupt mal Zeit. Ja, ist wieder mal geil mit der Kamera, wenn man halt nix sieht. Oder wenn man halt dann daneben hupft. Ja, weil Kamera halt ugly ist in dem Spiel, aber das haben wir eh schon öfter mal gesagt, ne? Oh Mann. Und ich bin mir sicher, dass die hier nicht unbedingt sehr nett sind mit der Zielzeit, sondern wahrscheinlich ganz eng.
Mist. Okay, das war jetzt mein Fehler natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Come on, ernsthaft. Ich muss das löschen noch zuerst, bevor ich mit... Ach Gott. Nein, sorry, aber wir starten das jetzt neu, weil das geht mich gerade furchtbar an. Das geht mich jetzt gerade wirklich an. Was man halt auch merkt, wenn man geboostet hat, aber dann trotzdem noch getroffen wird, haut es einen trotzdem zurück. So, jetzt aber. Das Warten macht's halt auch nicht besser. Geht ja noch gut weiter hier. Na klar. Oh, eine blaue Münze. Nett. Okay. Das wird sicher einige Versuche brauchen. Hui. Ich meine, das mit dem Auto, mit dem Eis am Ende war weniger schwierig, als ich dachte, aber... Oh, konnte ganz gut was. So, Sturmtornado.
Wirbelwind, Sturmtornado-Prüfung, 1,30. Okay. Gegner. Fehler. Okay, dafür war das jetzt die dritte Phase hier ganz okay. Federina? Ja. Und wieder um ein paar Sekunden, ne? Okay, doch nicht. Freut mich, nehme ich, weil das hätte ich nie ungern noch einmal gemacht. Gut, da hinten sehe ich noch eines, ja. Und ich glaube, das müsste es dann eh gewesen sein. Dauert ja auch schon lang genug jetzt hier wieder. Der, oh, ein Autostopfer, Schatz. Okay. Rundensammler, Gefahrenpiste, 40 Sekunden. Okay. So, liebe Leute, ich habe das hier jetzt schon zweimal vorher probiert, aber diese Versuche habe ich rausgeschnitten, weil sie mich enorm getriggert haben. Das ist halt leider auch wieder so ein Fall von, wenn du nicht haargenau weißt, wie du was machen musst, ist es relativ schwierig zu schaffen. Sorry, dass ich jetzt hier gerade weniger rede, weil ich versuche mich hier halt gerade furchtbar zu konzentrieren. Immerhin geschafft. Soll ich jetzt noch was dazu sagen? Ich glaube, es erübrigen sich alle Worte. Na? Jedes einzelne. Okay, das hat jetzt hier doch länger gedauert, als ich dachte mit diesen ganzen Straßen der Schätzen, die halt furchtbar ungut waren. Daher verschieben wir den Boss auf die nächste Episode und kümmern uns dann halt nur um den Boss. Das wird dann vielleicht durchaus
noch einmal eine kürzere Episode werden, weil, naja, Boss halt. Selbst wenn ich jeden einzelnen Versuch von den Missionen neu machen muss, schneide ich das ja sowieso zusammen. Aber es ist jetzt halt die Aufnahme schon wieder über eine halbe Stunde, glaube ich. Und viel rauszuschneiden habe ich hier jetzt nicht, nehme ich an. Vielleicht ist es ein bisschen kürzer, die Folge. Aber wenigstens haben wir jetzt diese grausamen Straßen der Schätze hinter uns. Mein Ossis, es kommt dann hier jetzt noch eine, aber ich glaube nicht. Aber wir werden sie sehen. Gut, dann geht's im nächsten Part. In die Gegenwart des Königs. Bis zum nächsten Mal bei Kirby und das vergessene Land. Keep gaming.